Die 21 Länder der APEC-Gruppe haben sich darauf geeinigt, den digitalen Wandel in der Welt gemeinsam zu begleiten. In einer Erklärung heißt es, man müsse eine Diskussion über einheitliche Linien und Grenzen neuer Technologien führen. Konkrete Maßnahmen wurden aber nicht besprochen. In den APEC-Staaten leben etwa 40% der Weltbevölkerung. We're going to see more technological change in the next 10 years than we've seen in the last 50 years. I don't think that's hyperbole. I think we're going to see that changing so rapidly. And together, we have to make sure it changes for the better. Im Kampf gegen die Einfuhr der tödlichen Droge Fentanyl in die USA sicherte sich Präsident Biden mehr Unterstützung aus China und Mexiko. Vereinbart wurden verschiedene Maßnahmen auch gegen die Ausfuhr von Bestandteilen und für die Produktion des Opioids.